ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich melde mich nach ewiger Abstinenz wieder zurück. Es tut mir so, so leid, aber es war einfach für mich nicht möglich, ein Video zu drehen. Ich war einfach so viel am Arbeiten. Ich habe jetzt heute praktisch, ich habe das Video jetzt am Mittwoch gedreht und lade es euch direkt am Donnerstag hoch, weil ich einfach so, so lange auf meine Beauty-Belieferung gewartet habe. Also es war schon echt schandhaft, sage ich euch. Ich habe jetzt über 6,5 Wochen gewartet, knapp die 7 Wochen, damit praktisch meine Sachen endlich ankommen. Es war wirklich wahnsinnig anstrengend, weil ich habe mehrfach Beauty Bay angeschrieben, wo meine Items bleiben. Ich habe ja nur auf die Alien-Kollektion von Jeffree Star gewartet, beziehungsweise auf diese Holiday-Collection. Das ist ja praktisch mit dieser Alien-Palette und so. Ich habe einfach nicht in Erfahrung gebracht, warum, weshalb, wieso, weshalb es so lange dauert. Es hieß dann irgendwie eine ganze Zeit lang, es ist schon seit dem 26. November draußen, aber irgendwie dann doch nicht. Also ich war mir dann da auch nicht mehr sicher. Also da war ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ich euch sagen. Jetzt habe ich auf jeden Fall soweit alle Items da, was mich natürlich total angekotzt hat. Die Venus XL Palette von Lime Crime und noch ein, ich glaube, ein Lippenstift, der im Angebot war, war plötzlich nicht in meinem Paket. Ich habe meine 50 Euro zurückbekommen, praktisch den Preis ersetzt bekommen. Wieso, weshalb, warum diese plötzlich nicht mehr da waren? Ich denke nämlich, dass es einfach daran lag, dass die Sachen ewig irgendwo wahrscheinlich in einem Lager rumgefahren sind und dann, als sie dann praktisch meine Order zusammengestellt haben, diese Paletten einfach nicht mehr verfügbar sind. Ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt, dass wenn Black Friday ist, ich verdammt nochmal einzelne Orders machen werde. Ich werde dann nicht mehr alles zusammenbestellen, weil ich habe jetzt halt einfach alles zusammengelegt, mit der Angst natürlich, dass ich halt eventuell die ein oder anderen Items halt nicht mehr bekomme. Ich trage übrigens die Alien-Palette auf den Augen. Ich finde es soweit eigentlich ganz schön. Ich finde halt nur, dass voll patchy Stellen da sind. Das heißt, also ihr seht ihr das, also das, ich habe das verblendet und irgendwie ließ es das nicht so schön ineinander verblenden. Da muss ich noch ein bisschen mit arbeiten. Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt Tutorials zu diesen Paletten hochladen werde, weil die leider überhaupt nicht angekommen sind das letzte Jahr, wenn ich ein Tutorial gemacht habe. Also gerade sehr aufwendig und es ist super aufwendig, ein Make-up hier vor der Kamera zu schminken. Ein weiteres Ding ist, ihr habt jetzt bestimmt gemerkt, dass ich die 1000 Abonnentenverlosung jetzt noch nicht per Video aufgelöst habe oder so. Ich muss jetzt mal wirklich, bevor ich die schönen Sachen euch zeige, erstmal stänkern. Also es gab leider sehr, sehr, sehr viele von meinen Abonnenten und die mittlerweile auch rausgeflogen sind, beziehungsweise ich einfach ignoranterweise jetzt nicht mehr zurückschreiben werde, die mich beschimpft haben, die mich als Lügnerin, die als Heuchlerin mich bezeichnet haben, nur weil ich praktisch die Verlosung abgebrochen habe, wie ich es euch in dem Feed in Instagram gezeigt habe. Ich habe euch auf der Insta-Story ganz total ungeschminkt, völlig fertig von der Arbeit erzählt, dass ich einfach viele, viele Hate-Nachrichten bekommen habe, weil sie halt sauer sind, dass ich praktisch die Verlosung nicht aufgelöst habe und so, um dass ich praktisch eine Lügnerin wäre und so weiter, was nicht der Wahrheit entspricht. Folgendes, erstens mal, ich möchte halt meine Abonnenten schützen vor solchen Hatern. Ich möchte nicht, dass es irgendwie, also ich möchte praktisch Liebe und Zufriedenheit gegenüber Make-up, gegenüber euch selber haben auf diesem Kanal. Und ich möchte das nicht, absolut überhaupt nicht tolerieren auf meinem Kanal, dass irgendjemand hier rumstänkert des Todes, nur weil er ein Geschenk nicht bekommt. Leute, ich zahle alles selber. Ich habe jetzt mich dafür entschieden, praktisch diese 1000 Abonnentenverlosung abzubrechen und für euch eine neue, große 1500 Abonnentenverlosung. Es wird praktisch die Hattie-Palette und noch einige Items. Ich habe da hinten noch jede Menge Sachen. Ich werde euch dann auch per Video auf den Tischen, also oder auf meinem Bett, werde ich so Häufchen machen und zeige euch dann praktisch genau, was ihr gewinnen könnt. Ich werde dann trotzdem mein Instagram mit einbeziehen, weil ich das halt sehr wichtig finde. Ich muss unbedingt auch auf Instagram etwas wachsen, weil ansonsten bringt es mir nichts, wenn ich zum Beispiel irgendwas announce oder so. Jeder, der da draußen noch kein Instagram hat, abonniert, tut doch einfach euch die App runterladen, installiert sie geschwind. Die ist wirklich super easy zu installieren. Ich war auch am Anfang nicht so begeistert von Instagram, aber das ist halt der Shit überhaupt. Ihr könnt Trendmood zum Beispiel ganz, ganz viele, ganz, ganz coole Make-up-News zum Beispiel abonnieren, wo ihr praktisch immer den neuesten Shit erfahrt und so. Dann habe ich natürlich einen Welpenhaul für euch vorbereitet, der demnächst auch online geht, etwa in 2 Wochen. Nanook wird nächsten Sonntag bei uns einziehen, am 23.10. Hier ist ein sehr, sehr aktuelles Bild von ihm. Wir freuen uns auch sehr auf den Kleinen. Mein Dad freut sich auch wahnsinnig auf den Kleinen. Wir haben Unmengen an Pullis und Dekorationsgegenstände, Bettchen, wunderschöne Taschen. Ich habe auch eine ganz, ganz tolle Kooperation mit einem ganz, ganz tollen Laden, mukolino.de.
an Land gezogen mit der lieben Martina und habe praktisch dort diese Tasche gekauft und möchte euch die gerne vorstellen in einem separaten Video. Das ist jetzt kein Video, ich sag mal so, kauft hier bitte diese Produkte, sondern das ist einfach ein Empfehlungsvideo, was ich ja immer wieder gemacht habe, ja, wie damals auch bei den Augenbrauen oder so. Es ist jetzt einfach so an der Zeit, ich werde auch mal so ein Get Ready With Me mit euch abdrehen, beziehungsweise diesen Monat wird es auf jeden Fall noch online kommen, wo ich euch so ein bisschen die Pläne von meinem Kanal sage, was ich auf jeden Fall rausnehmen werde aus meinem Feed, also was ich so ein bisschen aus meiner Thematik und meinem YouTube-Kanal rausnehmen werde und was definitiv ein stabiles Thema bei uns sein wird weiter in diesem Kanal. Ich denke, das ist sehr wichtig für euch. Ich bin 100% real für euch, Leute. Also ich sitze hier manchmal wirklich des Todes sehr aus, wie wenn ich ein Pferd mich zweimal ins Gesicht getreten hat. Und trotzdem denke ich, ist es halt immer noch, muss es ein Kanal sein, wo Leute sich echt wohlfühlen. Und ich mag es halt überhaupt nicht, wenn Leute hier rumstänkern und sich beschweren über Dinge, die sie geschenkt bekommen. Also ihr geht ja auch nicht zu eurer Oma und sagt, hey, der Pulli sieht scheiße aus, warum kaufst du mir den? Sondern aus Respekt einfach sagt ihr schon, hey Oma, vielen Dank und so. Ähnlich müsst ihr das auch hier sehen. Ich werde definitiv härter dagegen vorgehen. Also es wird bei mir auch knallhart reduziert. Also wenn jetzt wirklich ich jemanden sehe, der nur hier am Rumstänkern ist, wird auch deabonniert, auch von mir rausgeschmissen. Das ist, kann ich, das ist mein gutes Recht. Und das ist mir auch dann scheißegal, ob ich nur 50 Abonnenten übrig behalte, aber mit denen 50 mache ich hier weiter und suche mir andere 100.000, die da Bock drauf haben. Und ich hoffe, da versteht ihr das. Also das Video für die neue Verlosung kommt am Sonntag, wird dann etwa 2 Wochen online. Wie gesagt, ich habe jetzt ganz arg viele Items. Und zwar, ich habe hier schon mal einen Mülleimer neben mich gestellt, weil das wird verdammt witzig. Wir fangen jetzt an mit einem Jeffree Star Velour Lip Scrub. Ein Lip Scrub ist ja nichts anderes wie ein Lippenpeeling sozusagen aus Zucker. Und ich habe hier die Sorte Pumpkin Pie. Ich liebe diese Sorte. Und Leute, das ist tatsächlich nur Zucker. Ihr könnt es auch komplett essen. Ich finde das super lecker. Das Packaging ist auch sehr, sehr schön. Das ist so ein seht ihr das? So ein glitzerndes Packaging. Wenn es ganz... lecker. Wenn ihr das ganz genau nehmt, ist es wirklich, wenn ihr das so seht, ja, es ist im Prinzip... Ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Seht ihr das? Es ist wirklich eigentlich einfach nur Zucker, der stark gepresst ist mit Geschmack. Und ihr gebt es praktisch über eure Lippen. Ich mache das sehr, sehr häufig, weil durch das Piercing hier oben, ich hoffe, ihr könnt es sehen, habe ich halt nur mal sehr, sehr trockene Lippen. Ihr müsst bei solchen Medusa-Piercings, ich hoffe, wenn ihr mal Bock drauf habt, würde ich euch gerne noch was über meine Piercings erzählen. Das hat jetzt sehr, sehr lang gedauert zum Abheilen. Also es ist jetzt nicht mehr geschwollen oder so, aber es hat einfach sehr lange gedauert. Es kommt immer wieder mal so ein bisschen Eiter raus. Ich habe jetzt einen kürzeren Stab drin von 12 mm auf 10 mm. Und ich habe einfach wahnsinnig trockene Lippen in meiner, also jetzt einfach im Winter. Und habe mir halt diesen Lip Scrub. Ihr könnt den übrigens auch selber machen, indem ihr einfach Zucker mit Olivenöl vermischt und praktisch die Konsistenz so körnig lasst, dass ihr praktisch, das Zucker wird sich ja nicht auflösen. Das macht es mit Öl halt nicht, nur mit Wasser. Und geht dann praktisch so mit über eure Lippen. Also es wird immer gut schmecken. Also ich habe den Lip Scrub auch selber gemacht. Aber ich liebe Jeffree Star. Also ich mag dem seine Sachen. Ich glaube, es kann auch sein, also in den Looks, den die Nicole gemacht hat bei ihm, diese Lipstick Nick, gab es überhaupt keine Patching-Hintergründe. Aber es kann auch sein, dass ihr diese P. Louise Base nimmt oder eine andere Base. Das ist nicht immer nur, auch zum Beispiel Pinsel können grunzen. Es kann auch sein, dass ich das aufdrücken muss und dann leichter ineinander verblenden. Das ist alles möglich. Da muss ich mir allerdings erst Videos angucken dazu. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das eine Scheißpalette ist. Ich finde den Look sehr schön. Also vor allem dieses Grün, I like it. Aber auf jeden Fall, der hat gekostet, ich glaube, 13 Euro oder so. Diese war natürlich nicht im Black Friday drin. Aber jede Menge dieser Dinger. Ich habe euch mal zuerst... Selbstverständlich fällt Jenny das runter. Werde ich euch mal zeigen. Ich habe von der Holiday Collection 3 Farben gekauft. Und zwar Karma, Triggered und Jeffree Who. Jeffree Who ist halt eine totale witzige Farbe, weil er hat ja so ein Beef mit Kat Von D, dass sie halt irgendwie ihm mal so reingeschrieben hat in Twitter, dass sie halt gar nicht weiß, wer Jeffree Star ist und so, sozusagen so wie, hä, wer soll das sein? So ein bisschen blöd getan. Und dann hat er diesen Liquid Lipstick. Also der Liquid Lipstick hat eine außen Glitzerverpackung, ist aber komplett matt, was ich natürlich ein bisschen schwierig finde. Ich finde diese Farbe unglaublich schön. Das ist Jeffree Who.
Das ist praktisch das Calabasas. Ich gucke mal, ob ich das Calabasas für euch finde. Das Calabasas ist meistens so. Genau, das ist ja praktisch hier aus der Summer Chrome Collection vom Sommer. Und ich swatch euch den mal genau nebendran. Ihr denkt wahrscheinlich, das ist so ziemlich gleich. Aber dieser hier, der Jeffrey Hu, ist ein sehr viel sattereres Pinky Nude mit Berry-Unterton wie das Calabasas. Calabasas ist ein bisschen peachiger und das ist sehr viel berryiger. Aber ich liebe ihn jetzt schon. Ich finde ihn unfassbar schön. Das Packaging ist halt natürlich nur ein bisschen irreführend. Ich habe jetzt Nummer 33 von diesen Velour Liquid Lipsticks. Ich liebe die. Ich benutze die auch als Liner zum Beispiel. Und weil ich halt als Liner die Farbe Karma gerne haben wollte. Das Karma ist ein Khaki-Grün. Und zwar eins, was mir so gut gefallen hat. Das ist auch von dem Auftrag her sehr schön. Ihr müsst manchmal halt, vielleicht mal zweimal drüber gehen. Das ist aber bei jedem Liquid Lipstick gleich. Also das ist die Farbe Karma. Das ist halt wirklich so ein schönes, ich sag mal so ein Camouflage-Grün. Ich finde das super, super schön. Und wie gesagt, das könnt ihr auch super als Liner benutzen, weil die ganzen Produkte von Jeffree Star auch eye-safe sind. Und dann haben wir hier noch die Farbe Triggered. Triggered ist ein dunkles Plum-Lila mit so Reflekten drin. Also da sind praktisch so Glitzer-Dinger drin, die aber nicht so krass rauskommen. Also die Verpackung, wie ihr seht, ist schon sehr glitzerig und die Farbe ist diese hier. Wenn die antrocknet, zeige ich euch das später. Das funktioniert so ein bisschen wie ein Glitterflip von Ciate. Wenn ihr praktisch drüber geht, dann kommen so leichte Glitzerpigmente raus. Ich finde den unnormal schön. Ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Hardcore-Fan von Jeffree Star Liquid Velour Lipsticks. Nicht umsonst habe ich mega viele. Also die halten auch ewig. Die Verpackung ist auch super schön. Das ist jetzt aus der, ich glaube, Valentine's Collection. Oder was ist das für eine Kollektion gewesen? Ach, das weiß ich gar nicht, Leute. Das ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, war das Berry on Ice? Das war auf jeden Fall eine Sommer, eine Zwischen-Valentins-Edition. Also das war, glaube ich, so eine. Und zwar ist das so ein ganz, ganz tolles, helleres Lila mit einem sehr, sehr starken, pinkigen Unterstich, der bei ganz arg vielen sehr patchy aussieht. Aber ich fand ihn sehr hübsch. Und ich habe dafür, glaube ich, auch nur 8 Euro bezahlt. Die Holiday-Kollektion war nicht im Angebot. Da habe ich aber ansonsten immer so 11 Euro bezahlt. Dann ist mir total der Shit passiert und ich werde da, glaube ich, einen verschenken. Das ist die Farbe, dann habe ich mir von den Jouer Long Lasting Lipsticks, da habe ich mir jetzt einmal die Farbe Petal the Rose nochmal gekauft, weil meine schon halb leer ist. Das ist ein Backup sozusagen. Die Farbe ist unfassbar schön. Ich weiß nur nicht mehr, wo sie ist. Ich glaube, hier ist sie. Genau. Das ist Petal the Rose. Genau, ich nehme jetzt einfach den gebrauchten, den ich schon habe. Und zwar, das ist, Jouer hat eine sehr mussige Konsistenz, die aber hardcore durchtrocknet. Und ich finde die Farbe sehr schön. Das ist hier Petal the Rose. Das ist eigentlich so ein Allround Nude, das ihr immer benutzen könnt, wenn ihr irgendwie nicht ganz sicher seid, ob ihr das jetzt haben wollt oder nicht. Und dann habe ich hier noch ein wunderschönes Rot gekauft. Und zwar Cabaret, also Cabaret. Und die Formulierung von Jouer ist sehr, sehr gut. Ist halt sehr mussig, aber sehr deckend. Die Paletten waren dieses Jahr ein echtes Desaster. Ich habe ja schon welche gekauft gehabt, jetzt in der ersten Rutsche. Und jetzt habe ich hier einmal von Nabla die Poison Garden. Ich habe von Nabla noch gar keine einzige Palette. Die Außenverpackung sieht sehr, sehr schön aus. So richtig dunkle Rosen mit so goldenem Rand. Und dann habe ich hier die Nabla Go Poison Garden. Das Einzige, was mich ein bisschen an der Palette stört, ist, dass da kein einziges Grün drin ist. Das finde ich ein bisschen schade. Ich swatch euch mal so ein paar Farben, die mir jetzt so knallhart ins Auge fallen. Also ich habe jetzt diese. Ich habe eine Single Lid Schattenpalette von Nabla mir zusammengestellt. Und zwar diese hier aus dieser Federkollektion. Die gab es jetzt im Herbst. Und da sind die Farben unnormal gewesen. Unnormal. Ich trage die auch sowas von gerne. Also wenn ich jetzt wirklich nicht weiß, was ich machen soll, ja, dann nehme ich mir wirklich diese Palette und knall mir da ein bisschen Blau, ein bisschen Rouge und ein bisschen Schwarz ins Corner. Und dann bin ich ready to go, ja. Ich habe eigentlich sehr gute Reviews darüber gesehen. Die meisten sind aber enttäuscht darüber, dass es leider kein einziges Grün darin gibt. Das ist ein bisschen schade. Ich werde jetzt einfach meine Arme zuswatchen.
Dann haben wir hier die BH Cosmetics Royal Affair. Die ist, glaube ich, gar nicht so gut gelaufen. Ich habe ja auch das Pinselset dazu. Also das ist ja dieses Jahr, da habe ich ja schon gesagt, dass ich es nicht so ganz so gut gelungen finde, weil es ein bisschen billig aussieht. Das ist praktisch die Royal Affair und da wollte ich auf jeden Fall diese Farben euch swatchen, weil ich diese Farben super finde. Das ist die Farbe Monarch, dann haben wir die Farbe Crown und Princess. Also ich finde die super, super schön. Ich gucke mal, ob ich das euch zeigen kann. Also super, super schöne Töne. Ich gucke mal, dass ich euch die hier swatche. Also da kann man echt nicht meckern. BH Cosmetics hat wirklich ganz, ganz tolle Lidschatten. Ich habe unfassbar viele. Die neue Zodiac-Palette, muss ich aber sagen, ich weiß gar nicht, an die man einziehen sollte. Ich werde auf jeden Fall mal ein Sale-Up warten oder so. Aber dadurch, dass wir halt jetzt einfach auch sich um zwei Hunde und unsere Katzen kümmern und wir natürlich nächstes Jahr komplett, also ich werde auch komplett auf einen Low-Buy gehen. Ich werde nur noch im Sale einkaufen und nur noch Kollektionen, die mich wirklich interessieren. Ich weiß, dass Jeffree Star zum Beispiel jetzt schon wieder an einer Palette arbeitet für den Frühling. Und ich sammle Jeffree Star Produkte. Das heißt, ich werde definitiv wieder die Kollektion aufkaufen. Zumindest das, was ich halt haben möchte. Aber ich werde jetzt nicht mehr massiv irgendwas kaufen, wo ich sage, oh, das liegt irgendwie rum oder so. Dann habe ich mir die Colored Rain Queen of Hearts Palette gekauft. Und zwar, ich habe so oft ganz, ganz tolle Reviews darüber gesehen. Und musste die jetzt einfach haben. Also Colored Rain ist eine Marke, die ich auch sowas von geil finde. Und da gab es Töne drin. Also da muss ich sagen, oh wow. Ja, also schaut mal diese Dinger hier an. Ich habe noch einen Finger frei. Gehen wir mal an diesen Ton. Leute, das ist so hart. So, oh, jetzt habe ich denselben geholt. Also seht ihr das? Die sind einfach sowas von metallisch und buttrig. Und ihr seht auch die Reinheit an Öl da drin, wenn ihr es runterziehen könnt. Seht ihr das? Das ist einfach sowas von heftig, Leute. Ich habe so oft bei Jessie's Beauty World und bei was weiß ich nicht alles diese Palette gesehen und ich fand die sowas von geil. Das ist natürlich eigentlich keine Palette, die ihr vielleicht nicht habt zu Hause, aber eine Palette, die ich jetzt praktisch vom Hype her so oft gesehen habe, dass mich das einfach zu sehr interessiert hat. Und ich glaube, die hat dann nur noch 34 Euro gekostet und dafür konnte ich sie mir dann auf jeden Fall leisten. Und ich finde die Verpackung auch wunderschön. Den Schieber würde ich auch behalten. Dann habe ich hier zwei komplette Oldschool-Paletten. Und zwar, ich habe noch nicht alle Jeffree Star-Paletten gehabt, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich habe halt irgendwie den Zug immer verpasst, die einzupacken. Und ich habe hier einmal die Androgyny-Palette. Das ist seine zweite Palette, die kommt mit so einem Spiegel. Und die hat halt riesige Pans. Also da muss ich sagen, da habe ich jetzt auch nur mega gute Sachen gehört. Ich habe halt Alicia Marie sehr viel damit arbeiten sehen. Und die war immer begeistert, also guckt euch das mal an. Also sie hat immer gemeint, dass die matten Töne aus diesen Paletten sehr, sehr geil sind. Und natürlich möchte ich das auch testen. Die waren immer noch nicht ganz so billig, die haben 30 Euro gekostet. Also ich habe sehr, sehr viel Geld im Black Friday Sale liegen lassen. Muss aber sagen, es hat mir halt sehr, sehr die Lust gekillt, nachdem halt dauernd irgendwie ich auf Beauty Bay warten musste. Da habe ich auch echt die Krise bekommen. Es hat mir auch nicht sehr viel Spaß gemacht, muss ich euch sagen. Irgendwie kommt da auch voll der Frust hoch. Und dann habe ich mir die erste Palette überhaupt gekauft, Jeffree Star, die Beauty Killer. Er hat da echt schöne Töne dabei. Also die sind, ich finde, nicht so ganz so cremig wie diese ganzen anderen, die er vorher gemacht hat. Das, glaube ich, ist jetzt auch klar, weil er hat sich jetzt ja auch weiterentwickelt. Aber ich finde trotzdem, dass das ganz tolle Lidschatten sind. Ich werde damit mal arbeiten. Ich kann da natürlich nichts drüber sagen. Also zum Beispiel dieses Braun ist ja auch ziemlich heftig. Also vom Swatch ja richtig geil. Also die Qualität von Jeffree hat sich immer, finde ich, nur noch verbessert. Nie verschlechtert. Wie gesagt, das, was ich auf den Augen trage, ist die ganz neue Kollektion von ihm. Die ist auch irgendwie dauernd ausverkauft. Aber das ist bei ihm auch ganz normal. Der produziert schon echt viel und irgendwie reicht es doch nicht. Der Hype ist real, also es sind wirklich tolle Sachen dabei. Und dann habe ich mich so auf diese Palette gefreut. Ich dachte, ich heule, als ich sie gesehen habe. Ich habe die Colored Rain Vivid Pigments Palette bestellt. Und das große Problem, was ich jetzt mit dieser Palette habe, ist, dass der Spiegel kaputt ist. Und zwar seht ihr das, der Spiegel ist eingerissen. Das macht allerdings mir nicht so viel aus. Ich habe trotzdem reklamiert.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das magnetische Dinger sind, eventuell. Sonst muss ich sie halt echt rausnehmen. Das ist die Vivid Pigments Palette. Und Leute, ich lasse euch mal hier den Arm, ja? Ich swatche euch mal ein paar Farben. Da legt ihr es auch weg, sage ich euch. Könnt ihr das sehen? Dann haben wir die Farbe Jet Set. Das finde ich zum Beispiel sowas ein krasses Blau. Seht ihr das? Dann habe ich hier zum Beispiel noch das Pink. Das ist Party Trip. Richtig krass. Dann hier die Farbe Squad. Leute, ihr müsst auch überlegen, das sind Vivid Pigments. Die müsst ihr ein bisschen anders einarbeiten. Ihr müsst die eher packen, wie dass ihr die verblendet oder so. Aber ich fand die super, super schön. Ich weiß allerdings nicht, ob das vielleicht so eine Z-Palette ist, dass ich praktisch eventuell die umpotten kann. Das wäre natürlich die Rettung. Ich habe jetzt mal, wie gesagt, geschrieben. Denen vom Beauty Bay. Ich bin jetzt gespannt, was da für eine Antwort kommt. Und dann kommen wir zu dem Übeltäter, weshalb ich eigentlich die ganze Zeit warten musste. Und zwar haben wir hier die absolut hässliche, unglaublich unpraktische Alien-Palette von Jeffree Star. Ich habe hier schon mal, wie gesagt, rumgedippt. Ich finde die Farben unfassbar schön. Also alleine diese Idee, so eine Palette rauszubringen, finde ich schon allein das Kaufen wert, weil einfach so, so, so coole Ideen da mir einfach in den Kopf gekommen sind, ja, dass ich gesagt habe, ich muss die. Hallo, dieses Grün, Leute, ist sowas von heftig. Heftig. Das ist ein Braun mit so einem Shift, was ich mega schön finde. Daneben haben wir jetzt dieses unfassbare, dreckige Grüngold. Dann haben wir hier so eine Art Purple. Das Purple ließ sich aber etwas schwieriger. Also ich zeige euch mal die Palette so vom Nahen und ein bisschen gekippt. Und dann haben wir noch die Farbe Irgen. Hallo. Also die Farbe Irgen tue ich jetzt auch mal hier hin swatchen. Unfassbar geil schimmerndes Grün, auch sehr viel öligen Anteil. Da weiß ich allerdings jetzt nicht, wie diese Farbe jetzt zum Beispiel ist. Das ist jetzt zum Beispiel das Grün. Sehr, sehr schön. Also ich zeige euch mal, wie das so leicht verblendet aussieht. Also es sieht nicht so ganz so krass grün aus, als ich es aufs Auge getragen habe, wie jetzt, als ich es praktisch so benutzt habe, als ich das Bucket auf den Pinsel aufs Lid gepackt habe. Wie gesagt, guckt euch immer Videos an, bevor ihr ein Urteil bildet. Also ich weiß definitiv, dass der keine Scheißproduktion anschmeißt oder so, weil er da auch mit dem Namen dahinter steht. Aber ich finde die Palette super schön. Ich mag die, weil die ist mal sowas von anders. Die ist natürlich etwas groß, aber ich meine, ehrlich gesagt, wer schon Platz für so eine Palette hat, wird wahrscheinlich dem sowieso eine größere Make-up-Collection haben. Und das, wie gesagt, war jetzt auch schon mein Black Friday Haul. Endlich habe ich alle Sachen bekommen. Nur natürlich, ein paar Sachen sind mega schief gelaufen. Ich würde euch einfach raten, wenn ihr ein Presale-Produkte habt, dass ihr die einfach wann anders bestellt. Auch ein bisschen scheiße war, dass mein Paket zum Beispiel rundherum zugeklebt war, weil es wahrscheinlich einfach geplatzt ist oder so. Mega ärgerlich, sage ich euch. Aber ich werde, wie gesagt, einige, ich denke mal schon, Get Ready With Me's machen, dass ich euch so ein bisschen was über mich erzähle, wie es läuft. Den Kleinen werde ich euch natürlich auch vorstellen. Da sind wir auch echt happy drüber, dass der Kleine jetzt einziehen kann bald. Übrigens, die Liquid Lipsticks sind alle getrocknet. Ich kann euch die mal zeigen, wie toll sehen die bitte aus. Und ich kann euch mal dieses eine zeigen da. Ja, guckt mal. Da, das habe ich ja gemeint, dieses Triggered. Seht ihr das? Da hat so, wenn ihr da drüber geht und so tupft, gell, seht ihr das? Da sind so Goldreflexe drin. Die könnt ihr da sehen. Die Farbe Karma zum Beispiel finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch diese Hauls mega viel Spaß machen. Also mir machen die natürlich auch Spaß. Die werden aber nicht mehr in der Häufigkeit kommen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ehrlich gesagt, so viel Make-up gesehen, getestet für mich. Reviews zu machen, mache ich eigentlich schon gerne, aber das kommt halt immer drauf an, wie ihr die findet. Also es lohnt sich halt für mich, wenn halt wirklich nur 20, 30 Leute die angucken, dann lohnt sich es für mich wirklich nicht, sich hier hinzusetzen und eine ganze Palette für euch zu testen, zu swatchen und keine Ahnung, euch praktisch am Auge einen Look zu zeigen, weil es ist sehr viel Arbeit, weil ich male den Look jetzt nicht vorher auf oder so, sondern ich lasse mir ja in dem Moment praktisch inspirierende Gedanken kommen.
dass praktisch ich weiß, okay, jetzt so und so würde ich jetzt verblenden, das und das würde ich jetzt machen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr wahnsinnig Bock auf solche Sachen weiterhin habt. Das nächste Jahr wird trotzdem richtig cool. Ich habe dieses Jahr mehr Abonnenten zusammengekriegt oder Leute, die mich überhaupt sehen wollen, wie ich überhaupt mir je erträumt hatte. Dafür danke ich euch immer noch mal von Herzen und freut euch auf jeden Fall auf das Video am Sonntag. Dazwischen wird es aber noch mal was geben. Ich bin jetzt noch nicht genau sicher, was, aber ich möchte euch auf jeden Fall demnächst eine Reihe zeigen, wie meine liebsten Highlighter, meine liebsten Lidschatten, Single-Lidschatten, Colourpop-Produkte und so weiter. Ich habe auch bei Colourpop eine Kleinigkeit bestellt, aber nicht sehr viel, nur die Becky G Collection. Da war eine Kollektion mit einem wunderschönen Grün drin, weil ich gesehen habe, dass in der Alien-Palette, die nicht so Burner ist, weil ich schon ein paar Reviews gesehen habe, habe ich die da gesehen, dachte, ich probiere es mal. Und wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Video wieder, meine Lieben. Und fühlt euch gedrückt, seid lieb zueinander und wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder.